Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Spiele mit euch auf Roblox. Hab sämtliche schon gespielt, aber das hier toppt diesmal alle Needmore-Spiele da draußen auf Roblox. Denn das ist wirklich das Gestörteste, was ich jemals gefunden habe. Und das schreit natürlich nach Becky. Und das muss ich natürlich mit euch zusammen zocken und ausprobieren. Also freut euch auf eine Menge Cringe und es wird dezent unangenehm. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich mal wieder Brookhaven mit euch unsicher machen soll. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Es ist mein völliger Ernst, Leute. Es geht noch verrückter und das muss ich natürlich ausprobieren. Needmore Poop, Leute. Es ist Montagmorgen. Du hast ein Vorstellungsgespräch, zu dem du gehen musst, aber du möchtest nicht unbedingt. Deswegen musst du deinen Vater davon überzeugen, dass du ein Problem hast. Und zwar ein sehr großes. Um zu Hause zu bleiben. Oder du musst zur Arbeit. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich hoffe, so ein riesen Poop-Emoji kommt wirklich in real life im Game. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. No way. No way. Es hört sich nicht gerade gesund an. Bruh. Bester Start ever. Ich fühle mich irgendwie krank. Ich glaube, ich sollte auf Toilette gehen. Sagen wir es mal lieber so. Geh auf Toilette und ja, verrichte dein Geschäft. Das nenne ich mal einen guten Start ins Video. Sorry, Leute. Wo ist überhaupt meine Toilette? Hier? Wo ist die Toilette? Sieht so aus wie die anderen Needmore Games. Ah, hier. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal auf Klo. Plus 0,4 spül die Toilette. Das ist das gestörteste und ekligste Needmore-Spiel überhaupt. Okay, dann wollen wir mal die Toilette spülen. Wir sind ja sehr sauber. Müssen wir auch noch Hände waschen? Nö, natürlich nicht. Wir müssen jetzt zu Papa, um ihm das mitzuteilen. Natürlich will er diese Info wissen. Mich wundert hier gar nichts mehr in diesem Haushalt. Okay. Ich glaube, dich interessiert das zwar nicht, aber egal. Wir wollen nicht zum Vorstellungsgespräch. Du musst für uns sorgen. Wir bleiben für immer der Kleine. Guck mal, wie klein wir sind. Also wirklich jetzt. Papa muss uns weiter durchfüttern. Papa, ich bin irgendwie krank und ich muss dauernd auf Klo. Ich glaub dir nicht, Sohn. Alter, was? Papa, bitte benutze dein Pupmeter. Was ist das? Bitte zähl die Puppartikel und Moleküle in der Luft. Ich bin dezent verstört. Okay, sein Pupometer. Und, was zeigt der? 0,4. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Das ist nicht genug Pup. Oh nein. Jetzt musst du aber zu deinem Vorstellungsgespräch. Okay, wow. Du brauchst wirklich diesen Job, Sohn. Oh Mann. Geh wieder auf Toilette. Nicht dein Ernst. Ich weiß jetzt schon, wie das Ganze enden wird. Die Erde ist wahrscheinlich dann nachher dieser Poop-Emoji. Ich weiß es einfach. Okay, Papa, du wolltest es nicht anders. Dann gehen wir wieder auf Klo. Kacken. Oh nein. Hilfe? Wie wollen wir daraus mehr machen? Nein. Nein, was? Okay, das ist das widerwärtigste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Könntest du bitte wieder gucken und sehen, ob da wieder ein paar Moleküle in der Luft schweben? Alter, ich kann das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Was ist das? Na sicher. Aber bitte geh zu deinem Vorstellungsgespräch. Ich bin mir sicher, ich habe Durchfall oder irgendwie sowas. Irgendein Verdauungsproblem. Das kannst du nicht tolerieren. Bitte teste mich, Papa. Okay. Das ist einfach so gestört, dieses Spiel. Es ist wirklich so gestört. 1,2. Wie kommt man darauf? Das ist kein Problem. Du solltest jetzt bitte zur Arbeit gehen. Was? Das ist nicht irgendwie besorgniserregend? Ich brauche mehr. Finde den Hammer in der Garage. Okay. Wir haben ein Problem, Papa. Garage. Was ist das bitte? Es wird immer
Wir haben eine Brechstange hier. Wozu brauchen wir das? Wo ist der Hammer? Unlock Bad Ending. Okay. Ach, hier oben. Wir haben jetzt den Hammer. Wozu? Macht die Toilette kaputt? Damit alles überläuft oder was? Wozu? Wir brauchen die doch noch. Oder damit wir sagen können, dass wir nicht auf Toilette gehen können. Ach so, wahrscheinlich so, ne? Oh! Was ist los hier? Was ist da? Was ist das Braune hier? Oh, ich will es nicht wissen. Papa, ich habe die Toilette zerstört. Papa, ich bin mir sicher, da ist zu viel von dem ganzen Zeug. Okay, ich werde es testen. Alter. Was ist das? Wie kommt man darauf? 2,6? Wir haben immer noch zu wenig. Immer noch nicht genug. Wie kriegst du es überhaupt hin, mehr zu machen? Was? Mach dir keine Sorgen. Ich werde jetzt gehen. Ich brauche mehr Poop, Leute. Oh mein Gott. Poop on your books? Das ist sowas schon eklig. Hier ist ein Buch. Na, Hauptsache, wir haben einen pinken Teppich. Einen pinken Boden. Nein, aber ich kann es nicht oft genug sein. Das ist einfach gestört, Leute. Wir sind schon da angekommen. Ich hoffe, das sind die Hausaufgaben. Unsere Schulbücher. Obwohl, wir müssen ja arbeiten gehen. Naja, keine Ahnung. Vielleicht Papas Bücher. Ich weiß es nicht. Wo ist noch ein Buch? Wir haben jetzt 5 von 6. Wo habe ich eins übersehen? Ach so, hier in der Ecke. Wow. Geh zu Papa. Papa, ich bin schon wieder da. Du musst mich testen. Du solltest schon längst bei der Arbeit sein. Aber er macht es mit seinem Pupometer. 12,8? Wie hoch muss es sein? Immer noch nicht genug, um zu Hause zu bleiben. Was? Alter, wir haben Magen-Darm-Probleme, ne? Der nimmt uns einfach nicht ernst. Okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich nicht. Hingucken, Leute. Sagt mir Bescheid, wenn es fertig ist. Geh zum Papa und erzähl ihm von diesem Riesenproblem, Alter. Was ist das für eine Toilette jetzt, so laut? Papa, ich möchte dir das gar nicht eigentlich erzählen, aber okay, du wolltest es nicht anders. Du weißt, warum ich hier bin. Geh einfach zur Arbeit, bra. Alter, wer redet so mit einem? Welcher Vater sagt bra? Du weißt, was zu tun ist. Wie auch immer. Ich habe keine Worte mehr. 17,8. Immer noch nicht genug, um zu Hause zu bleiben. So, und bra. Jetzt wird's ernst. Öffne die Wasserinstallation in der Garage. Warum? Alter, was schwirrt hier rum? Sind das diese komischen Partikel, die Papa eigentlich messen sollte? Alter, ich will nicht wissen, wie arg es hier stinkt. Okay, wo ist die Wasserinstallation? Hier? Ja. Müssen wir jetzt alles überfluten oder was? Okay, wir müssen jetzt hier dieses Brecheisen benutzen. Ah, wir müssen es kaputt machen. Oh! Poop in die Rohre? Okay. Ekelhaft. Was? Was? Haben wir irgendwie so eine Superkraft, von der ich nichts weiß? Alter, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist einfach nur ekelig. Digga, nein. Sind wir irgendwie Super Poop Man oder so? Du hast mich geboren, also selber schuld. Hi. Alter, wie unschuldig wir noch unterwegs sind. Okay, okay. Ich werde dich schon testen, Mr. Smart Pants. Was ist das für eine Familie? Bin mal gespannt, wie nachher das schlechte Ende ist. 24,8. Punkt, Punkt, Punkt. Müssen wir bis 100 kommen oder so? Guck mir zu. Wir sollen die Dusche anmachen. Okay, dann machen wir das mal. Wo ist die Dusche? Ach so, hier. Seit wann haben wir eine Dusche? Okay. Nein! Was regnet da runter? Schokolade? Ich hoffe ja. Schokolade, Leute. Es ist nur Schokolade. Noch, ne? Also das nenne ich mal konsequent. 27,8. Geh zur Arbeit! Ruf ein paar Freunde an. Was sollen die jetzt vorbeikommen, um auf deine Toilette zu gehen? Wir haben die kaputt gemacht. Schon vergessen? Aber okay. Wir rufen unsere Freunde an.
Schick mal ein bisschen was rüber. Friends Phone. 445123. 445123. Okay. Da steht noch nicht mein Name. Toller Freund, aber egal. Wir rufen einfach mal an. Oh, es geht los. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Was passiert hier? Es klingelt. Das war nicht nur ein Freund, das waren ganz viele und die waren alle so klein, aber die hatten es echt in sich. Haben hier alles voll gestinkt. Nein. Was, bra? Okay, ich beweise dir jetzt, dass so viel... Fülle den Pool damit. Haben wir Abführmittel genommen oder so? Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Wir müssen doch die Fenster schließen, damit sie noch mehr stinkt. Dafür bin ich. Okay, wir tun es einfach. Dann wollen wir mal los. wie soll ich das machen? Muss ich hier runter? Ah, hier. Ruf die Kühe. Ach so, die machen den Pool voll. Ach so, ich dachte wir. Kühe, kommt. Haben wir nicht ernsthaft gerade geboot? Move, was ist das? Jemand braucht meine Hilfe. Ich komme. Verschwunden. Wir gehen jetzt zum Papa und erzählen ihm, dass der ganze Pool voll ist mit Schokolade. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich bin selbst sprachlos. Ich gucke genauso wie ihr. Ich bin genauso. Sprachlos einfach. Hallo Papa, hast du jetzt den Job bekommen? Ich bin noch nicht losgegangen. Bitte guck nach meinem... Ich kann nicht gehen. Ich meine, bitte, ich kann einfach nicht gehen, Papa. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Aber er tut. Das muss doch übel stinken. 327,8. Geh zur Arbeit. Ich werde die schmelzen lassen. Ich habe ja gesagt, wir müssen die Fenster schließen, okay? Ew. Okay. Papa, du willst es nicht anders? Wir stinken die Bude hier voll. Alter, es stinkt eigentlich schon in seinem Zimmer. Der beobachtet uns sogar. Okay. Tudu. Alles zu. Die Stinkewolke muss drin bleiben. Das ist so durch, Alter. Oh mein Gott, wer hat dieses Spiel gemacht? Wer? Ich fühle mich wie bei so einem Fiebertraum. Mach alle Lampen an, okay. Es muss hier heiß drin werden. Ich glaube, das sind einfach alle Need More-Spiele zusammen kombiniert. Haben wir schon angemacht. Hier müssen wir auch noch anmachen. So, Licht an. So, und jetzt noch ein. Ich glaube, bei Papa, ne? Oder hier im Flur? Nee, bei Papa, glaube ich. Da. So, Papa. Hi. Was? Du weißt Bescheid. Frag einfach nicht mehr. Er fragt auch nicht mehr. Warum hat er überhaupt sowas? 827,8. Du weißt Bescheid, was du zu tun hast. Geh zur Arbeit. Es gibt keinen Grund, zu Hause zu bleiben. Da ist noch nicht mal genug. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Papa, ich meine, ich mache überall hin. Poop on the Couch. Nein. Mir tut's. Ich meine, sieht jetzt auf jeden Fall sehr schokoladig hier aus. Plus 500. Auf jedes Regal? Was zum Henker? Ja, selber schuld, Papa. Selber schuld. Das kann nicht sein, Alter. Es ist schlimm. Auf das Essen! Oh, wir haben gar keine Manieren mehr. Das ist doch voll ekelhaft. Wir sliden sogar rüber. Nein. Nein. Geh zu Papa. Ja,
Ich schäme mich gerade für mich selbst. Hi, Papa. Was ist das für ein Geruch? Ich will es nicht wissen, okay? Es muss schlimm sein. Das ist das, wovon ich dir erzählt habe. Das große Problem. Geh und dusch dich. Dann kannst du zur Arbeit. Darüber müssen wir noch reden. Aus der Dusche kommt was anderes als Wasser. Was? Kannst du bitte noch mal messen? Dankeschön. Nein! 2107,8. Nein, geh jetzt zur Arbeit. Lil Bro? Alter, was ist das für ein Vater? What the? Okay. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Wir sollen draußen Blumen pflücken, aber warum habe ich das Gefühl, das wird nicht gut enden? Ich will nicht wissen, was wir damit machen. Okay. Können wir hier? Ja. Ein paar Blumen pflücken. Alter, das ist jetzt gerade einfach viel zu unschuldig. Viel zu unschuldig. Ich glaube wohl nicht, dass wir so schreiben werden. Ich glaube, das wird das letzte Need-More-Spiel sein, was ich spielen werde. Ich wusste es. Ich wusste es. Nein. Arbeiten, Mann. Hier, Papa. Ja, okay, wenn wir so drauf sind, dann ist es, glaube ich, besser, nicht zu arbeiten. Hi. Hey, endlich. Wie war die Arbeit? Alter, wie unschuldig. Darüber erzähle ich dir später etwas. Hier, freu dich über diese Blumen. Dankeschön. Oh. Geh raus. Okay, immer noch nicht genug. Okay, okay. Wir müssen jetzt draußen hin zum Brunnen. Okay, wir stinken die ganze Stadt voll. Nice. Dann machen wir es mal. Schön. Ganz normal. Nicht. Dass er uns dann noch zur Arbeit schicken will, das ist nicht mehr normal. Oh. Ah. Auf unser Haus. Auf unser Garten. Oh. Unser Haus sieht ein bisschen dreckig aus. Ich habe tolle Nachrichten für dich. Okay, okay, okay. Ich weiß, warum du hier bist. Dass er sich deswegen keine Sorgen macht. Das macht mir Sorgen. 2807,8. Nein, du kannst immer noch zur Arbeit gehen, du kleines Kind. Darüber müssen wir reden. Ich habe die Arbeit verpasst. Was? Du bist sowas von erledigt. Okay, jetzt habe ich die Linie überschritten. Für was? Weißt du was? Geh weg. Wir werden jetzt einfach mal aus dem Haus verbannt, glaube ich. Zieh einfach ganz weit weg. Das hat er nicht ernsthaft gesagt. Irgendein fernen Planeten wie Uranus oder irgendwie was. Geh einfach weg. Uranus? Grab the Poop Planet? Das ist eine Schnur. Okay. Dann wollen wir es mal machen. Nein. Nein. Alles für die Faulheit. Oh mein Gott, das ist jetzt richtig dramatisch hier. Das ist jetzt. Was ist los hier? Vorbei. Oh mein Gott! existiert die Erde noch? Oh! Hilfe? Was zum Henker ist das? Bitte bist doch mein Papa! Oh nein. Oh nein. Ich glaube, du kannst heute zu Hause bleiben. Yay, danke schön, Papa. Kein Problem, Kind. Warum wackelt die Erde? Oh. Gutes Ende? Naja, wenigstens musstest du nicht zur Arbeit. Ich bin verstört. Ich bin sowas von verstört. Ich glaube ihr auch. Das hat alles getoppt. Okay, probieren wir noch das schlechte Ende aus. Keine Ahnung. Es stand ja beim Auto. Wir probieren es einfach mal aus. Bist du dir sicher? Ja. Bitte nein. Das Zeug ist langweilig. Du wartest hier. Hallo? Müssen wir warten? Warum ist es da unten grün? Okay, ich glaube, wir müssen da einfach warten. Kann das sein? Ah, warum bist du immer noch hier? Wir reden mit dem Auto? Warte nochmal eine Minute. Okay. Das ist jetzt irgendwie seltsam. Seit wann reden wir einfach mit dem Auto? Ist das noch normal? Also okay, in dem Spiel ist gar nichts mehr normal, aber ach egal. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Gar nichts mehr, Leute. Immer noch hier, Mann. Warte 2 Minuten, bruh. Was? Irgendwas passiert. Papa hat sich gespawnt. Okay, Sohn. Lass uns losgehen.
Darauf haben wir jetzt die ganze Zeit gewartet? Musste Papa auf Klo oder warum hat das so lange gebraucht? Wir fahren die Auto. Was ist das? Was ist das? Warum hört sich das gerade so alienmäßig an? Warum sehen wir die Erde? Schlechtes Ende, du bist zur Arbeit gegangen. Okay, das war's, Leute. Wie gestört war es von 1 bis 10? Schreibt sie jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, daneben. Bye.